Mit dem Motorrad auf der Rennstrecke gibt es verdammt viele Sachen, die man richtig oder falsch machen kann für die bessere Rundenzeit oder auch für die langsamere Rundenzeit. Ich denke, man kann in einem Video nie im Leben alle Sachen besprechen, aber eine Sache, die eigentlich relativ einfach umzusetzen ist, aber sehr stark vernachlässigt wird, die besprechen wir mal heute in diesem Video. Also bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, was genau das ist. Mit Vollgas ins neue Video, präsentiert von Renngrip, eure Nummer 1 Anlaufstelle für Rennsport, Ersatzteile und vieles mehr. Die Sache ist fast schon so simpel, dass du jetzt, wenn ich dir sage, was es um was es geht, du wahrscheinlich denkst, ach, so ein Schwachsinn, ich schalte aus, brauche ich nicht. Aber du wirst dich wundern. Ich bin auf der Rennstrecke mit sehr, sehr vielen von euch unterwegs, mache viele Coachings von Einsteiger bis mittelmäßig bis richtig zügig und da ist alles Mögliche dabei. Meistens erkenne ich diesen Fehler von den Fahrern, von meinen Schülern auf der Rennstrecke gar nicht erst, weil ich es nicht sehe, weil ich nicht bei ihnen mitfahre und weil ich die Daten vom Motorrad nicht sehe. Jetzt aber hatte ich vor kurzem wieder mal die Möglichkeit, einen Schüler zu haben, der schon sehr zügig war und schon auch ein Data-Recording in seinem Motorrad verbaut hat, wo ich sehe, was genau macht er, wann bremst er wie hart, wann gibt er wie viel Gas, welche Schräglage und. Und da ist mir wieder mal was Typisches aufgefallen, wo ich mir gedacht habe, verdammt, diesen Fehler mache ich auch hin und wieder, wenn ich es nicht bewusst nicht mache. Und viele von euch machen diesen Fehler hundertprozentig auch. Eins der simpelsten Dinge, die man falsch machen kann, ist das Gas nicht zu 100% in der richtigen Situation zu öffnen. Klingt banal, weil man sagt, natürlich gebe ich Vollgas, aber die effektive Vollgasanzahl oder die effektive Vollgaszeit, die man dann letztendlich auf einer Geraden zwischen zwei Kurven oder am Kurvenausgang in Sekunden verbringt, ist erstaunlich gering und teilweise sehr erschreckend. Und da ist natürlich auch viel Rundenzeit darin begraben, ohne wirklich dafür Risiko gebraucht zu hätten. Ja. Ich habe zu meinem Schüler gesagt, du könntest in jeder Kurve 5 km/h Rundenzeit investieren, also langsamer fahren, wenn du auf diesen ganzen kurzen Geraden überall früh genug und konsequent genug das Gas aufmachen würdest, es halten würdest und es wieder ordentlich schließen würdest und du wärst trotzdem 2 Sekunden schneller, obwohl du in der Risikophase der Kurve, nämlich am Scheitelpunkt in maximaler Schräglage, Geschwindigkeit reduziert hättest und somit dein Risiko absolut minimiert hättest und nicht nur viertelt, sondern ungefähr die Hälfte des Risikos ist weg dadurch. Das war bei ihm so ein Aha-Effekt. Also das ist wirklich oft, da gab es eine Gerade in Portimao aus einer Linkskurve raus, die Gerade ist bestimmt 200-300 Meter, da hat man so ein bisschen so ein Wheelie, na, das Moped macht so ein bisschen so nach hinten, es fühlt sich sehr anstrengend an, man ist geneigt, man hat ein bisschen Lenkerflattern und man ist verleitet dazu, das Gas nicht 100% zu öffnen, sondern eben vielleicht nur 70-80% am Kurvenausgang. Einer der wichtigsten und effektivsten Faktoren, die ich immer wieder prophezeie, ist, wenn das Hinterrad am Kurvenausgang zu dem jetzigen Zeitpunkt in der Schräglage, in schon so halb schrägen Zustand, 80% Drosselklappe kann oder verträgt, ohne dass irgendwas rutscht, sich bewegt oder sonst was, dann kann es in der Regel auch 100. Weil bei 80% passiert schon relativ viel und wenn da noch keine Bewegung im Moped ist, dann machten die 20% dahingehend auch nicht mehr viel aus. Aber 20% mehr Drosselklappe sind auf die nachfolgende Gerade hin schnell mal 3, 4, 5 Zehntel, die man einfach so dazu verdient. Der nächste Faktor, speziell wenn du ein Motorrad mit Elektronik hast,
Motorrad mit Elektronik rechnet meistens mit deiner Drosselklappenstellung. Also sprich, was machst du an der Hand? Was macht die Drosselklappe in Prozent? Also diese 2% werden immer gegengerechnet. Was hast du für eine Schräglage? Welcher Gang? Welche Drehzahl? Welchen Slip? Also sprich, wie ist die Hinterraddrehzahl im Verhältnis zur Vorderraddrehzahl? Wie viel Gehkräfte etc.? Das wird alles vom Motorrad gemessen. Und dieser Computer, der das misst, ist nichts anderes wie der Computer, vor dem du gerade sitzt. Entweder ob das das iPhone ist, das Handy ist, das iPad, das PC, völlig egal. Das ist immer ein Prozessor, da ist immer ein Computer drin. Und dieser Computer arbeitet mit prozentualen Zahlen. Das heißt, wenn du diesem Computer 79% Drosselklappe gibst, rechnet er mit 79% Drosselklappe. Wenn du dem Computer 81% Drosselklappe gibst, rechnet er mit 81% Drosselklappe. Eine Rechenzeit, wie wir aus Windows 95 noch wissen, da war es extrem, ist immer Zeit. Und Rechenzeit dauert. Und auch die neuesten Computer haben eine gewisse Rechenzeit. Und das Schlimmste, was du machen kannst, ist, dir unsicher zu sein, wie viel letztendlich jetzt da hinten funktioniert, obwohl du keine Bewegung im Motorrad hast, und fängst dann an, man sagt im Jargon, fädeln. Das ist dieses typische, und da ertappt sich jetzt jeder dabei, und es ist normal, dass man das macht. Man muss es wissen, dass man es besser machen kann. Dieses typische, ich weiß nicht mehr, nur ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und dabei hältst du nie gleichzeitig 79,1% Drosselklappe, sondern es passiert 81, 78, 82, 79, und es geht immer so her. Und der Computer ist nur am Rechnen. Wie viel wollte er jetzt? Kann ich ihm das freigeben? Muss ich wieder kontrollieren? Raddrehzahl, Schräglage, Gang, Drehzahl, wie viel geht? Das heißt, du überforderst in dem Moment, wenn diese Eingaben zu schnell hintereinander kommen, überforderst du den Computer der Elektronik. Und dabei kommen Unruhen rein, weil der Computer immer anfängt zu regeln. Das heißt, das, was du an der Hand gibst, kommt nicht unten an, und dann hast du immer eine Unruhe im Heck. Das heißt, du produzierst eher Grip-Abrisse, bevor du das machst, was du eigentlich möchtest, nämlich Grip aufbauen. Und das ist vor allem für sehr schnellere Fahrer schon sehr schwierig, weil das ist einfach nicht schnell. Entweder sie schalten die Elektronik aus und fahren ohne, oder sie verlassen sich auf die Elektronik, und dann müssen sie den Computer am besten mit Fab, Fab, Fab 100% rechnen lassen. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo 80% gehen, gehen 100. Und dann kann der Computer leichter rechnen, weil diese 100 konstant sind. Okay, 100 bleiben. Und ich habe schon ganz vielen sehr schnellen Fahrern dabei geholfen, dadurch mehr Grip zu generieren, weil es immer gleicher Wert ist und somit immer gleich viel Mögliches hinten ankommt und der Computer immer eine Zahl hat zu rechnen. Klar, für die, die jetzt keinen Computer haben, keine Traktionskontrolle haben, die müssen natürlich fädeln und müssen spielen und schauen, wo das ist. Der Vorteil bei euch ist der, dass wenn ihr 79% macht, 79% hinten ankommen und nicht ein anderer verschobener Wert. Selbst da ist es aber schwierig, und ihr solltet euch gewöhnen dran, wenn ihr fädelt, auf 80% zu halten und dann 90 und dann 100. Weil auch wenn ihr macht 79, 78, 77, 82, ist das Problem, dass der Reifen immer unterschiedliche Slips kriegt. Also hat mal mehr Spin, hat mal weniger Spin, mehr Spin, weniger Spin, und du kriegst immer eine leichte Bewegung ins Motorrad, was den Reifen tendenziell in so ein bisschen ein Grip-Problem bringen könnte, weil er nicht konstante Leistung liefern kann. Auch für die Nicht-Elektronikfahrer ist das ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Ein zusätzlich wichtiger und auch angenehmer Point ist der, seit ich mir angewohnt habe, dieses konsequent, okay, Matthias, wenn du 80% Drosselklappe hast, dann kannst du 90, dann kannst du 100. Und wenn man das mal überwunden hat, vorausgesetzt natürlich, bitte macht das nicht am Scheitelpunkt, wir reden hier von den Ausgängen, ich will jetzt nicht auf die Basics zurückgehen, dafür gibt's andere Videos. Und ich habe auch oft so Stellen zwischen zwei Kurven, da ist eine kurze Gerade, ein kurzes Stück, da bin ich einfach nicht konsequent genug, da mache ich schon, ich beschleunige schon so ein bisschen aber eigentlich wäre mehr gegangen. Und ich habe keine Bewegung gehabt, ich habe keinen Rutschen gehabt. Warum habe ich nicht mehr gemacht? Das wäre eigentlich fast verschenkte Rundenzeit, weil ich bin relativ aufrecht, habe vielleicht nur noch 20, 25 Schräglage grad. Da kann so ein Slick richtig viel. Wieso nutze ich den nicht? Aber das ist so ein bisschen so,
Komfortdenken, so ein bisschen so, ja, ist okay, ist vielleicht sicherer, aber ich will ja auch schneller werden. Also, ich will sicher sein, aber irgendwo, ne, die Grätsche ist ja auch vorhanden. Und seit ich das aber gelernt habe, dieses konsequente Umdrehen und Halten an diesem Anschlag, das Schöne ist, das ist komfortabler, weil wenn du diesen Anschlag erreichst und hältst und wenn du nur 2 Sekunden oder 1 Sekunde hältst, dann ist es so ein Boop! Und in dem Moment denkst du dir, geil, Anschlag, ne? Und wenn es nur kurz ist. Aber wichtig ist, dass es so ist. Und das entspannt auch deine Hand. Das ist ein positiver Komfortfaktor, der dann mit dazukommt, weil wenn du fädelst, bist du angespannt. 87, 72, 78, 79, das ist immer so ein Unterarm, oh, Fingern lockern, scheiße. Das ist ein Problem. Wenn du machst, 80, 100, passiert Folgendes. Ich kann meine Finger öffnen und kann das Gas im Anschlag, muss mal probieren, mit 2 oder vielleicht 3 Fingern halten und habe hier schön Luft da drin und kann es einfach so halten. Das ist eine Entspannung für den Arm und bestätigt allgemein dein Selbstbewusstsein. Wenn du das dann einmal auf die ganzen kurzen Geraden oder auch langen Geraden hochrechnest, verdienst du viel, viel mehr Rundenzeit und somit ist es viel einfacher, einfach mal so eine Sekunde zu finden, oder vielleicht sogar 2, je nachdem, wo dein Level ist, im Verhältnis dazu, wenn man denkt, man muss mehr Kurvenspeed machen oder noch schneller durch die Kurve durch. Das bringt schon auch was, ist schon klar. Aber im Verhältnis Kosten-Nutzen-Faktor will ich erst die Geraden so maximal wie möglich ausschöpfen, dass ich da überall meine maximale Leistung nutze, egal ob ich 120 oder 200 PS habe, dass ich es in den Kurven eigentlich da, wo es gefährlich ist, es ist nur im maximalen Schräglage gefährlich, da investieren kann und sagen kann, hier bin ich mir nicht sicher, ob da noch mehr Schräglage geht, das hebe ich mir auf, aber ich habe hier ein kurzes gerades Stück, da weiß ich, da habe ich nie 100% offen und ich weiß nicht wirklich warum. Versuch mal bewusst drauf zu achten und allein dieses bewusst drüber nachzudenken, werben fahren und zu analysieren und dir ein Streckenblatt zu nehmen und zu sagen, ich glaube, hier bin ich nicht Vollgas, ich glaube, hier bin ich nicht Vollgas und dann zu fragen, warum bin ich hier nicht Vollgas? Und dann rausgehen und sagen, okay, ich probiere jetzt hier mal wirklich Vollgas zu fahren und das Vollgas hier am Anschlag, wirklich da, wo der Anschlag ist, zu halten. Und es ist ein Unterschied, ob 91% oder 100% Drosselklappe, das macht einen leistungstechnischen Unterschied und es macht 2, 3, 4 Zehntel, je nach Gerade, je nach Länge der Gerade. Ich hoffe, das war ein bisschen interessant. Achtet mal ganz, ganz bewusst drauf, das bringt euch irrsinnig viel Rundenzeit mit ganz, ganz wenig Invest und wenig Risiko. Wirklich mal ausprobieren, darauf achten, wer ein Data Recording hat und die Drosselklappenstellung sieht oder die Handstellung sieht, je nachdem, wie viele Potties verbaut sind, der wird sofort feststellen, wie wenig Sekunden Vollgasanteil er auf seiner Geraden hat und das ist zu verbessern und das verbessern auch die Profis bis hin zur IDM oder in die Superbike-WM, die arbeiten genau mit solchen Spielchen, wo man vielleicht meinen würde, ja, natürlich gebe ich Vollgas, ist ja easy. Klar gebe ich Vollgas, was würden wir sonst machen? Nicht zu unterschätzen, bitte gerne ausprobieren, mir Bescheid sagen, unten in die Kommentare reinschreiben, Kanal gern abonnieren und natürlich einen Daumen hoch geben. Wir sehen uns beim nächsten Video, bis dahin und ciao.